Moin Leute, in diesem Video schauen wir uns einmal Starfield auf dem Lenovo Legion Go an. Wir haben jetzt hier eine Full HD Auflösung und das Grafik Preset niedrig eingestellt. Vielleicht als weitere Info, ich habe hier tatsächlich die aktuellsten AMD Treiber installiert, die ich manuell installiert habe, also nicht die offiziellen von Lenovo. Wie ihr das macht, dazu habe ich ein Video hochgeladen, das könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen. Wenn ihr wollt, ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Eine weitere Info, bevor ich diese Treiber installiert hatte, hatte ich tatsächlich enorme Probleme mit Starfield. Es lief bei mir einfach nicht reibungslos. Es wäre zwar jetzt übertrieben zu behaupten, dass das jetzt reibungslos ist, allerdings ist es so, dass ich es jetzt zocken könnte, wenn ich wollen würde. Die Performance ist zwar nicht optimal, aber es fühlt sich immerhin ansatzweise flüssig an. Ihr seht, wir haben jetzt hier auf den niedrigsten Einstellungen unter Full HD ungefähr 30 FPS. Klar, Schwankungen sind vorhanden, aber es fühlt sich immerhin spielbar an. Jetzt wechseln wir einmal unter denselben Grafikeinstellungen auf eine HD-Auflösung. Und ja, wir haben jetzt ungefähr 5 FPS mehr. Signifikant viel mehr ist das nicht. Das macht sich auch kaum bemerkbar, um ehrlich zu sein. Ich würde es euch auch nicht empfehlen, weil es wirklich grauenhaft aussieht. Also es sieht aus wie ein Spiel von vor 20 Jahren. Aber das ist ja auch eher ein Problem von Starfield. Und das macht sich auch bei den Grafikeinstellungen irgendwie bemerkbar. Ich habe jetzt hier auf Ultra gestellt. Es sieht ein bisschen hübscher aus. Aber nicht so, dass man meinen würde, wow, das ist eine Grafikpracht. Und auch die FPS sind nicht so extrem runtergegangen, wie man tatsächlich meinen würde. Also man würde irgendwie mit 10, 15 FPS rechnen, aber trotzdem haben wir hier noch 25 bis 30 FPS. Aber insgesamt, also mir macht es keinen Spaß, so zu spielen. Selbst mit einer HD-Auflösung oder Full-HD-Auflösung auf niedrigstem Preset. A, sieht es schlecht aus und B, haben wir hier viel zu wenig Frames. Also das Spiel ist von vorne bis hinten nicht gut optimiert und es macht einfach keinen Spaß, das Spiel so zu zocken. Wer richtig hart im Nehmen ist, der kann das durchaus zocken, das will ich gar nicht abstreiten. Aber für mich wäre es tatsächlich nichts, weil ich so keinen Spaß an der ganzen Sache habe. Aber ich wurde halt gefragt, ob es denn spielbar sei. Und das kann ich hiermit tatsächlich bestätigen, wenn man denn unter diesen Voraussetzungen spielen möchte. So, damit sind wir auch am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe, dieser kleine Ausblick hat euch gereicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es gibt ja auch den ein oder anderen Patch bzw. das ein oder andere Mod für dieses Spiel, was es etwas spielbarer macht. Vielleicht bekommt man ja so ein paar mehr FPS, aber ob das so Sinn und Zweck der Sache ist, sei mal dahingestellt. Ich überlasse das Ganze euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.